Hey Leute und mal wieder herzlich willkommen bei Schwimmpaddel. Heute mit dem Thema Aufwuchs in Garnelenzuchtbecken. Viel Spaß! Ja, Aufwuchs beim Thema Garnelenzucht ist durchaus eine Sache, die wirklich sehr, sehr wichtig ist in Zuchtbecken für allgemein jetzt mal Wirbellose, aber ich gehe jetzt mal eher spezifisch auf die Richtung Garnelen aus. Was ist letztendlich erstmal der Aufwuchs? Aufwuchs ist ein Belag, so möchte ich es mal überschreiben, der in euren Aquarien sich absetzt. Das kann zum einen Algenaufwuchs sein, ist eine Variante, die sehr wichtig ist, als auch ein bakterieller Aufwuchs. Auch im Verbund so ein bisschen zu der Thematik Mikroflora. Warum ist das Ganze so wichtig? Gerade Thema Garnelennachwuchs braucht in den ersten paar Wochen, normalerweise je nach Art, so in den ersten 3 bis 4 Wochen, einen starken Aufwuchs in den Becken, um sich erstmal grundsätzlich ernähren zu können. Wie fördere ich einen Aufwuchs? Einen Aufwuchs fördere ich erstmal salopp gesagt, indem ich das Becken nicht so sauber halte. Klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch. Aufwuchs bildet sich in der Form, dass zum Beispiel auch Schadstoffe abgebaut werden. Sei es jetzt mal eher Richtung bakterieller Aufwuchs. Wenn ihr ein super reines Becken habt, wo ihr einmal die Woche den Bodengrund absaugt, dass möglichst kein Mulm drin ist, wo ihr kein Laub drin habt, das sich zersetzen kann, wo ihr am besten noch, was weiß ich, zweimal die Woche Wasserwechsel macht oder sonst irgendwie was, da wird sich nur sehr, sehr schwer ein Aufwuchs bilden, wovon die Garnelen was haben, den sie abgrasen können. Gerade Thema auch Laub, wenn sich Laub zersetzt, durch den ganzen Zersetzungskreislauf, habt ihr dann auch wiederum die Förderung für eure Bakterien, die sich letztendlich dann auch auf den Objekten, sei es Steine, Bodengrund, sei es der Filter, sonst irgendwas, absetzt und das können dann auch die Garnelen abweiden, beziehungsweise die Mikroorganismen, die sich auch in diesen Bereichen aufhalten. Algenaufwuchs ist auch eine Thematik, die relativ einfach zu fördern ist. Entweder geht ihr her und tut einen Ticken in den Becken, vielleicht auch überdüngen, gerade NPK-Dünger tun das Ganze ein bisschen fördern. Oder, was auch eine Variante ist, um zum Beispiel Algenaufwuchs auf irgendwelche Sachen drauf zu kriegen, ist zum Beispiel, dass man Spirulina-Pulver auf Steine, Wurzeln, Ähnliches aufbringt. Das Ganze feucht hält und ein paar Tage in der Sonne liegen lässt und das kann man dann ins Becken setzen. Dann habe ich schön überwuchert das Ganze mit Algen bzw. mit Aufwuchs, was die Tiere fressen können. Natürlich dazu zu sagen, das ist eher als Häppchen gedacht. Also das wird wahrscheinlich in dem Moment, wenn ihr es ins Becken tut, direkt abgegrast werden und dann ist das Ding wieder lupenrein. Also da habt ihr nicht lange was von. Deswegen gerade hier gucken, Laub rein, dass sich das zersetzt. Gar nicht mal so gründlich sein, was den Bodengrund absaugen geht. Also die meisten Züchter, die ich auch kenne, die saugen wirklich das Wasser nur oben ab. Unten machen sie überhaupt nichts dran. Also auch ich verfahre in meinem Becken so, die Sollbecken, da wurde noch nie der Bodengrund in irgendeiner Form durchgesaugt, sondern einfach nur das Wasser von oben ab. Und unten auf dem Bodengrund, auf den Wurzeln, auf den Steinen können sich dann schön die Bakterien drauf bilden, was dann wiederum auch fördernd für den Nachwuchs ist. Der Nachwuchs, werdet ihr feststellen, wird in den ersten paar Wochen nicht aktiv an euer Futter gehen, sei es noch so ein tolles Futter, Premiumfutter, Garnelenfutter, was auch immer, die werden nicht dran gehen. Liegt zum einen daran, dass sie noch nicht weit genug entwickelt sind, um solche groben Futterformen zu fressen, beziehungsweise auch noch nicht so drauf reagieren. Man beobachtet es ja über die Zeit hinweg, dass sich Tiere hier und da wirklich an Futter gewöhnen, dass sie, gerade wenn man so kleine Futterplätze anbietet, man schmeißt das Ding rein, das dauert meistens 10 Sekunden, auf einmal kommt es brachial aus allen Richtungen angeschwirrt. Das haben halt die Junggarnelen noch nicht wirklich. Die laufen praktisch überall rum, wo sie alles entdecken können und tun dabei mit den kleinen Schärchen alles abweiden. Und umso mehr sie natürlich abweiden können, umso mehr können sie fressen. Somit können sie auch mehr in ihr Immunsystem stecken und auch besser und schneller wachsen. Und ihr habt geringere Ausfälle bei dem Ganzen. Ich wurde oft zu dem Thema gefragt, Aufwuchs, ob ich da in irgendeiner Form auch eine Förderung betreibe. Es gibt ja Mittel, um das Ganze zu pushen, sei es jetzt drum Genschen, Polytase, Bakterie, Ähnliches. Ich verwende es hier und da, muss ich sagen, wobei ich auch ehrlich sagen muss, es ist ja eigentlich empfohlen, das tendenziell durchzunehmen, also sprich, je nach Produkt 2-3 Mal die Woche dazuzugeben. Ich verfahre mittlerweile so, ich tue es ein bisschen daran bemessen, wie hoch die Nachwuchsrate ist. Also gerade wenn ich nur ein trächtiges Tier sehe, dann kann ich abschätzen, okay, gut, die wird so in circa 3-4 Wochen werfen. Dann fange ich wieder ein bisschen mehr mit dem Pulver an. Okay, es sind 3-4 Tiere tragen. Okay, dann setze ich ein bisschen mehr ein.
auch Thematik, hier kann man ein bisschen beim Laub spielen. Laub braucht ja seine gewisse Zeit, bis es absinkt und sich zersetzt. Deswegen auch hier immer beobachten, okay, ich habe gerade so und so viele trächtige Tiere, vielleicht setze ich ein bisschen mehr vom Laub ein. Da kann man ja mit spielen und ihr werdet es wirklich sehen, wenn die Junggarnelen draußen sind. Ihr habt ein schönes Seemandelbaumblatt zum Beispiel drin, Buchenblatt, sonst irgendwie was. Die werden es euch danken und relativ schnell gerade auf diesen Objekten sich aufhalten, das Ganze abweiden. Tendenziell bei Kleinstgarnelen ist zu beobachten, dass sie eher an weiche Objekte gehen, also sei es drum Wurzel, Laub, Filter, Schwamm, ähnliches. Ihr werdet sie wahrscheinlich am Anfang gar nicht mal so oft auf Steinen oder ähnlichem sehen. Mag wohl auch dem geschuldet sein, dass der Aufwuchs sich eher auf Weichuntergründen anbinden kann als auf Hartuntergründen. Auch hängt es ein bisschen hier mit zusammen, dass manche Steine Kalk absondern. Kalk ist ja jetzt nicht gerade ein großer Freund von den Algen bzw. auch von manchen Mikrobakterien. Deswegen hierbei gucken, dass ihr zu diesen Zeiträumen, wo die Tiere wirklich Nachwuchs haben, das Ganze ein bisschen fördert. Natürlich auch aus dem Sinn raus, dass ihr sie züchten wolltet. Wenn ihr natürlich sagt, ich habe einfach ein Becken, wo ich die halte und bin froh um jedes Tier, was ich halte, aber möchte jetzt keine besondere Zuchtförderung betreiben, macht's ganz normal. Ihr werdet trotzdem einige Tiere haben, die durchkommen. Das, wovon ich jetzt rede, ist wirklich, dass ihr so das Optimum bei dem Ganzen rauskitzeln könnt. Ich verfahre da lieber so ein bisschen auf die einfachere Variante, also sprich, eher auch mal Laub länger drin lassen, gerade auch das Gerippe von den Blättern vielleicht auch mal länger drin lassen, da wird man auch oft die Tiere drauf sehen. Gerade so aus dem Taiwaner Raum wird dann eher hergegangen mit diesen ganzen Zusätzen gearbeitet, da die Becken ja relativ reingelassen werden. Also wenn da mal ein Stein, eine Wurzel und vielleicht irgendeine Pflanze mit drin ist, dann war es das eigentlich schon so ziemlich. Da bin ich eher so auf der Schiene. Also ich sage, okay, ich lasse es ein bisschen vermulmen. Einfach Mulm drin lassen. Durchschwirrt durchs Wasser, liegt alles wieder auf irgendwelchen Objekten drauf, wird von Bakterien zersetzt. Und dann habt ihr eine schöne Flora für die Junggarnelen und dann braucht ihr an sich auch relativ wenig nur zuzufüttern. Muss ja auch dazu sein, diese meisten Babyfutter sind erst für Junggarnelen ab circa 4 bis 6 Wochen ausgelegt davor. Zum einen tun sie sich noch von ihrem Dotter ernähren, beziehungsweise halt auch dann von dem Aufwuchs, den ihr hoffentlich im Becken habt. Ja, ich will gar nicht so weit ausschweifen zu dem Thema. Das waren jetzt so die groben Fragen, die hier und da mal in den Kommentaren aufgetaucht sind. Falls ihr noch eine Frage dazu habt, schreibt es mir gerne nochmal unten mit rein, falls ich irgendwas überlesen haben sollte in den letzten paar Videos. Ansonsten, wenn euch das Video in der Form gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach da oben da. Vergesst das Abo nicht, aktiviert die Glocke, damit ihr immer mitbekommt, wenn ein neues Video kommt. Und ansonsten, Leute, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann!